Heute möchte ich dir einen kleinen Tipp mitgeben, die Wochenorganisation. Ich möchte dir zeigen, ich arbeite immer mit einem Wochen- und mit einem Monatsplan, weil ich das viel, viel einfacher finde, als wenn du jeden Tag nur in sich selbst lebst, weil man dann sehr schnell in einen Stress kommt, weil man vielleicht Dinge nicht erledigen konnte, die man noch wollte und am Ende vergisst man sie. Und daher bin ich so ein Riesenfan von einem Wochenplan. Du kannst die Vorlage bei mir auf der Webseite gratis runterladen, hat noch viele andere Vorlagen. Und da bitte ich dich, mach doch mal so einen Wochenplan, wo du dir überlegst, was möchtest du in einer Woche sicher unterbringen? Dass du mal beginnst, okay, ich brauche Zeit, 2 Stunden zum Schreiben. Ich brauche Zeit, 1 Stunde für mein Workout oder für eine Zumba-Gruppe oder irgend so was. Ich brauche Zeit, 2 Stunden für dies oder jenes, 1 Stunde zum Kochen, Vorbereiten, Kuchen backen, irgendwas, einfach was dir wichtig ist. Und dann überlegst du dir, wann könnte ich das in der Woche tun? Ich habe das runtergebrochen, dass bei mir zum Beispiel, ich muss da nicht groß überlegen, ich weiß dann ganz genau, dass zum Beispiel donnerstags, die meisten wissen, das ist mein Power Day. Donnerstags, die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule, auch über den Mittag, da kommt niemand mich stören, es ist niemand zu Hause und da arbeite ich völlig durch. Und ich weiß genau, um 9 Uhr mache ich das, um 10 Uhr mache ich das, um 11 Uhr mache ich das. Da ist mein Tag völlig durchstrukturiert. Das geht natürlich nicht an einem Mittwoch, wenn am Mittwochnachmittag die Kinder frei haben, muss ich meinen Wochenplan einfach anders gestalten. Wenn ich aber weiß, ich brauche jeden Tag Zeit, um zu schreiben, um Inhalte herzustellen, dann setze ich das jeden Morgen von 5 bis 7 ein zum Beispiel. Dann weiß ich genau, okay, dann habe ich schon mal mein Minimum gemacht, was ich brauche, um weiterzukommen für das, was ich möchte. Oder wenn du selbstständig bist oder ein Business hast, weißt du, okay, zu diesen Zeiten, das sind meine Arbeitszeiten. Dann blockiere ich diese Zeiten in den Wochenplan rein. Und wenn Neues dazu kommt oder Familienfeiern oder Abschlussfeste oder du möchtest in die Badeanstalt oder sonst etwas mit einem Freund abmachen, dann kannst du dir die Woche anschauen und weißt genau, okay, an diesem Abend habe ich nichts, das kann ich immer gut. Freitagabend mache ich einfach immer ab mit einem Freund oder so, weil es mir dann zulässt. Und ich weiß genau, das ist zwischen 7 und 9 oder einfach die Zeiten, die du da festgelegt hast. Aber es lässt dir einfach viel mehr Spielraum, wenn du auf die Woche raus denkst. Wenn du weißt oder wenn du dir Wochenziele dann setzt und sagst, okay, das und das will ich einfach bis Sonntag erledigt haben. Dann überlegst du, okay, wo bringe ich das rein? Ja gut, warte, Montag von 11 bis 12, da, das könnte gehen, schreibst du rein, arbeitest an diesem Projekt oder an diesem Ziel, das du gerne umsetzen möchtest. Oder du schreibst auch rein, wann du die Mails beantwortest. Ich habe eine Wochenliste, wann ich genau weiß, okay, von dort bis dort beantworte ich die E-Mails und dann mache ich das nicht 10-mal am Tag und weiß dann nicht, habe ich es jetzt schon gemacht oder habe ich es jetzt noch nicht gemacht. Nein, für das ist der Wochenplan da. Ich liebe Wochenpläne, ich liebe Monatspläne, weil es mir einfach mehr Luft gibt und ich trotzdem Ende der Woche weiß, ich konnte dies erledigen und ich komme weiter. Dass man trotzdem, auch wenn manchmal weniger Zeit vorhanden ist oder manchmal läuft es einfach strub, aber die wichtigen Brocken habe ich drin und ich komme kontinuierlich immer näher an mein Ziel mit einem Wochenplan. Probier es mal aus, ich bin gespannt, was du dazu machst. Wie machst du sonst? Planst du überhaupt nicht? Was sind so deine Erfahrungen dazu? Ich freue mich und würde mich gerne, ja, austauschen darüber. Schreib. Bis dann. Tschüss.